So, heute haben wir mal wieder hier schön Frühstück, bevor der Walter wieder ins Krankenhaus geht. Dim Sum. Also morgens ist es dann hier so am Markt, da muss man natürlich Maske tragen. Ab 10 ist es dann vorbei, dann kann man wieder normal rein. So. Wenn man so richtig Fiebermessung. So, da haben wir noch ein paar Pomelo gekauft hier. Und ja. So, hier haben wir noch ein wenig Fisch. Frisch gefangen, denke ich mal. What? The clam or what? Or what? Which one? This one? What is it? What? 100, it doesn't matter what size or what? No, kilo, kilo. Yeah, what is it? Also wird als Medizin auch verwendet, schwierig zu finden. Und es ist Medizin für was? They use also for the typhoid. Mhm. So, gerade hat man ja hier noch die Kontrolle. Ja? Die Kontrolle hat eingepackt, wie man sieht. Die sind weg. Es sind gerade mal 10 Minuten her vielleicht oder 15. Und jetzt kann man wieder so rein, ohne Test und ohne alles. Naja, es ist halt alles ein bisschen... Auf der ganzen Welt ist es halt ein bisschen verrückt gerade. Ja, ich habe ja gestern gepostet, dass man vielleicht ab, oder hier auf YouTube halt gesendet, dass man ja vielleicht ab Oktober wieder rein kann, ohne alles, also ohne Quarantäne, ohne, vielleicht nur mit Impfung oder auch ohne Impfung, man wird sehen. Klar, viele, die hier leben, zweifeln daran. Und wenn man natürlich auch die Nachrichten immer wieder aus Deutschland sieht, dann ist ja das Zweifeln auch berechtigt. Und hier ist mein Cheyenne. Seit vielen Jahren hole ich mir den hier immer wieder gut. Ja, okay, das war's dann schon. Die Dame hat mir gerade gesagt, das ist eine, auf Thailändisch, eine Durian Tät. Durian Tät, also Wasser-Durian, ne? Hat er die Tanita vorhin schon erklärt. Durian Tät. Naja, wie gesagt, ich sitze jetzt immer noch hier bei meinem Eistee. Die Mädels unterhalten sich gerade. Ja, und wenn man sich das alles überlegt, jetzt auch mit Corona, die wollen natürlich aufmachen in Thailand, klar, weil natürlich immer mehr darunter leiden. Nach einem Jahr wird es natürlich auch irgendwo immer härter, ja, wenn man nicht irgendwo andere Einnahmequellen noch hat oder erschließt. Und der Tourismus, der ist am Erliegen. Also versucht man natürlich zu sagen, okay, wir machen wieder auf. Aber wenn man sich das hin und her in Europa anschaut, dann kann man auch wieder verstehen, wenn sie dann wieder nicht aufmachen oder nur mit Quarantäne die Leute reinlassen. Weil kaum wird ein bisschen in Deutschland aufgemacht oder was, dann redet man ja bei uns gleich wieder von der dritten Welle. Das kommt hier auch. Ja, ich muss immer noch sagen, wichtig sind eigentlich für mich die tatsächlichen Todeszahlen über die letzten 10 Jahre. Ich habe es auch nicht mehr recherchiert oder mich interessiert es auch nicht mehr. Da gibt es ja genug für und wieder. Irgendwann wird man dann müde und dann sagen die Leute halt auch, okay, wir lassen uns jetzt impfen, egal. But you want to exercise and lose weight anyway, so it's good for you. So this leg is paid for and this one's also paid for, just not the cleaning. Only the cleaning. Aber nicht, lass doch das eine Bein da. He said, leave my leg here. And then they can discuss, have to pay or not. No, dann sollen sie. Bring the leg back later. Versammlung machen wir wieder morgen. What? Jahreshauptversammlung, morgen wieder. Weil so
die eine, die nicht gekommen, die keinen Platz gekriegt haben, die haben gesagt, ich soll morgen nochmal sprechen. Der Andrang war ja so groß auf der Jahreshauptversammlung, dass die, die nicht rein durften, die haben gefragt, ob ich morgen nochmal spreche. Na, schauen wir mal, ne? Ob wir morgen nochmal sprechen, Walter, was sagst du? Ja. Man kann sich alles einreden, wir schaffen das. Wenn es euch gefallen hat, dann meldet euch bitte auf unseren YouTube-Kanal an. Und lasst ein Gefällt mir da. Super, give me five. Yeah.